So, wir schreiten weiter voran. In großen Schritten geht es auf Silvester zu. Heute am 16. Dezember. Das heißt, wir zünden Türchen Nummer 16. Oh, die Tüte ist richtig schwer. Die Tüte ist richtig schwer. Und wie jeden Tag begrüßen wir Hallo Leni, unsere Pyrokatze, jeden Tag mit dabei. Und wir schauen uns Türchen Nummer 16 an. Gucken, was da Schönes drin ist. Schöne Sachen. Sehr schöne Sachen. Ausgekippt und hingekippt. Jo, das wird richtig schön. Wir haben, ha, guckt mal an. So wie gestern einen roten Meteoriten von Panda. Wir haben eine Koboldfontäne. Ich glaube, das ist allerdings jetzt die letzte. Wir haben eine NEM in diesem Ding von 4,5 Gramm. Wo bin ich denn? Da bin ich. Vielleicht soll ich auch mal richtig gucken. 4,5 Gramm, da sind wir. Siehst du? Schön. Wir haben eine Mücke. Einen Moskito von Leslie. Wir haben die... Oh, Alter, die ist schwer. Wir haben die Moonshine-Fontäne von Leslie. Mit einer NEM von... Meistens steht sie oben. Da haben wir es. Mit verschwommenen 7 Gramm NEM. Und wir haben eine Lemon Spider Fountain. Die hatten wir schon mal, glaube ich. Ich meine, dass wir die schon mal hatten. Ich meine irgendwie im dritten oder vierten Türchen. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir 7,5 Gramm NEM, GBV Weco. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir direkt raus und zünden das 16. Türchen. Aber du bleibst drin. So, ich habe alles, jawohl. Schuhe an. Und nochmal Schuhe an. Und auf geht's. Schwuppdiwupp. Und angezündet das 16. Türchen. Irgendwas fehlt noch. Wo habe ich denn? Da! Schwuppdiwupp. Oh, toll, jetzt ist der Gasbrenner wieder in einer anderen Tasche. Es ist zum Kotzen. So. Und dann würde ich vorschlagen, wir starten mit dem Meteorit von Puma Panda. Panda! Okay, da hatten wir schon bessere. Wir machen direkt weiter und lassen einen fliegen. Ich lasse die Kamera unten, weil ich komme da eh nicht hinterher. Oh. Ich feiere die Teile. Ich könnte mich den ganzen Abend nur an die Straße stellen und Moskitos zünden. Total geil. So, dann kommt die Koboldfontäne. Da gibt es tatsächlich zwei verschiedene Ausführungen. Hat jemand kommentiert in den Kommentaren? Ja, so heißt sie auch so. Es gibt tatsächlich zwei Ausführungen der Koboldfontäne mit Crackling und ohne Crackling. Danke dafür, wusste ich vorher auch noch nicht. War die Ausführung ohne Crackling. Richtig schönes Teil. Oh, Heiland, nee, mein Akku ist gleich leer. Das hätte ich vielleicht vorher überprüfen sollen. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich hoffe, dass das noch so lange hält. So, wir machen weiter mit der Lemon Spider Fountain von GBV Weco. Oh, die steht schon wieder so schief. So, sollte klappen.
Olga. Sehr schön. Sehr schöner Effekt. Und dann geht es weiter mit der Moonshine von Leslie. Ich meine, die ist aber mit Cracklin. Ich bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. Viel Spaß! Und, oh. Richtig geil. Also das ist ja Klasse 1 vom Allerfeinsten. Richtig cool. Mega. So, das war Türchen Nummer 16. Und dann geht es morgen am 3. Advent weiter mit Türchen Nummer 17. Bis morgen.